Sie meinten vorhin, die Baronin sei guter Laune gewesen und hätte mit Ihnen angestoßen? Wie ging es da weiter? Wir haben Sie doch draußen vor dem Salon getroffen. Sie hatte es wohl ein wenig übertrieben. Sie schwankte plötzlich und verschüttete beinahe ihren Drink. Ich habe sie gefragt, ob sie sich nicht kurz in ihrer Kabine ausruhen wolle. Zunächst wollte sie nicht, wollte unbedingt im Salon bleiben. Doch dann hatte sie wohl eingesehen, dass sie ein Nickerchen dringend nötig hatte. Wir sind zusammen hinausgegangen. Den Rest der Geschichte kennen Sie. Kann man feststellen, wo der Alarm ausgelöst wurde? Ich befürchte, nein. Es gibt überall auf dem Schiff Alarmmelder. Ich habe gesehen, dass sie verplombt sind. Könnte man nicht einfach schauen, wo die Verplombung fehlt? Ich fürchte, sie wird bei vielen Alarmmeldern fehlen. Wissen Sie, dies ist ein altes Schiff und über die Jahre... Die Alarmmelder wurden also nicht regelmäßig gewartet, wollen Sie mir damit sagen? Ich werde das natürlich sofort an die Crew weitergeben. Natürlich. Na toll. Entschuldigung. Das ist ja wieder klar, weil sie sparen wollen, haben sie nichts untersuchen lassen oder haben sie nichts erneuern lassen. Und schon ist der Mordfall nicht so schön aufzuklären, wie es vielleicht möglich gewesen wäre, wenn man das gemacht hätte. Super. Was können Sie mir zu den Passagieren sagen? Ach, noch nicht sehr viel, befürchte ich. So richtig kennenlernen wollte ich sie ja beim Empfang. Ich habe den meisten bisher nur die Hand geschüttelt, als sie an Bord gekommen sind. Ein paar Stammgäste sind an Bord und ich habe mich nach dem Dinner mit Herrn Kreuzer, dem sympathischen Geiger, und Lady Westmacott unterhalten. Aber die kennen Sie ja schon aus dem Zug. Es scheint nicht sonderlich viele Passagiere auf dem Schiff zu geben. Diese verfluchten Flugzeuge machen uns das Leben schwer. Können Sie sich das vorstellen? Da zwängen sich erwachsene Menschen lieber in diese engen Metallsärge, anstatt sich die frische Meeresluft um die Nase wehen zu lassen. Es geht Ihnen um die Zeitersparnis. Es sollte nicht darum gehen, wie viel Zeit man von A nach B braucht, sondern wie man diese Zeit verbringt, was man auf der Reise erlebt. Darum geht es doch. Ich werde mich dann mal wieder auf Spurensuche begeben. Auf Wiedersehen, Herr Wachtmeister. Das ist ein... Mensch, Entschuldigung. Das ist eigentlich wirklich schade, dass dieses Element... Einen Moment, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Das kommt davon, wenn man etwas Krümliches isst, bevor man hier wieder die Aufnahme startet. Das ist wirklich schade, dass dieses Element einer Reise verloren gegangen ist eigentlich. Die Reise selbst zu einem Zielort, auf der irgendetwas passieren kann. Heutzutage schmeißt man sich ja nur noch ins Flugzeug oder ins Auto und dann kommt man irgendwann an. Da kann ja nicht viel passieren. Früher ist es noch etwas anders gewesen. Da ist die Zugfahrt oder die Kreuzfahrt selbst noch ein Erlebnis gewesen. Die Reise, da konnte auch dort schon etwas passieren. Eigentlich ein bisschen schade, muss ich sagen. Naja gut, was soll's. Ich glaube, mit Kapitän Di Conti werden wir jetzt nicht mehr allzu viel eruieren können, aber wir haben zumindest etwas über das Gläschenwechselspiel herausgefunden. Vielleicht reicht das unserem Inspektor ja schon. Wir können ja aber nochmal mit Lady Westmacott gleich sprechen und dann gehen wir doch nochmal zum Inspektor runter, würde ich sagen, nicht wahr? Na klar. Ich glaube, ich habe schon alles aus ihm herausgekriegt. Im Moment wird er mir nicht mehr sagen können. Lady Westmacott scheint eine Frühaufsteherin zu sein. Vielleicht aber auch nur, wenn Morde in ihrer Umgebung passieren. Ich habe im Zug das Funkeln in ihren Augen gesehen. Sie brennt darauf, eigene Mutmaßungen anzustellen. Na dann, würde ich doch sagen, sprechen wir doch mal mit der guten alten Dame. Lady Westmacott! So früh schon auf den... Oh. Herr Wachtmeister... Wollten wir nicht erst denken, dann reden? Es tut mir leid, ich wollte nicht. Keine Zeit für Floskeln. Was haben die Ermittlungen bisher ergeben? Wir sind noch dabei. Um genau zu sein, habe ich einige Fragen an Sie. Nur zu. Was sagen Sie zu unserem Abenteuer im Zug? Eine außergewöhnliche Geschichte, nicht wahr? Ich freue mich, dass Sie Ihre Qualitäten unter Beweis stellen konnten, Herr Zellner. Hoffentlich nicht zum letzten Mal. Ich bin froh, dass alles ein gutes Ende genommen hat. Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie sich um Matthew gekümmert haben. Ich hätte es nicht ertragen, wenn ihm etwas passiert wäre. Alles nochmal gut gegangen.
Glauben Sie, der Dieb aus dem Zug und der Mörder sind ein und dieselbe Person? Ich glaube, diesem neuen Raben ist alles zuzutrauen. Legrand glaubt, dass es vielleicht keine neuen Raben gibt. Er glaubt, der Alte könnte zurückgekehrt sein. Das hat er gesagt? Halten Sie es für möglich? Alle glauben, er sei tot. Als Dramatikerin würde ich mich über die Rückkehr des Raben natürlich freuen. Eine Legende kehrt zurück, um einen letzten Job zu erledigen. Das ist romantisch. Gleichzeitig wäre ich aber von ihm enttäuscht. Wie meinen Sie das? Ich habe die Karriere des Raben aufmerksam verfolgt. Es gab ja nicht viele Einbrecher mit Charakter, mit Charme sozusagen. Seine Einbrüche hatten Cleverness und Witz. Aber in London hat er geschlampt. Fast wäre er erwischt worden. Und die Sache im Zug kann ich ihm nicht verzeihen. Nein, mir wäre es lieber, wenn der echte Rabe bei den Toten bliebe und weder mit dem Einbruch noch mit dem Mord zu tun hätte. Tja, wenn doch nur auch der Inspektor das so einsehen könnte, dass das bestimmt nicht der Rabe ist. Aber naja, den werden wir wohl nicht mehr so schnell überzeugen können, denke ich. Was glauben Sie? Wen sollten wir verdächtigen? Alle. Oder so gut wie alle. Jeder an Bord erfüllt die physischen Voraussetzungen, um jemanden zu erschießen. Aber wer verfügt über die Psyche, einer wehrlosen Person das Leben zu nehmen? Man kann den Leuten nicht hinter die Stirn blicken. Und sie sollten es auch gar nicht erst versuchen. Sie müssen Hinweise sammeln, Indizien, Spuren. Nur das bringt uns voran. Es ist nicht wie in einem schlechten Kriminalroman, wo kurz vor Ende ein neuer Charakter eingeführt wird, der sich dann für alle völlig überraschend als Mörder entpuppt. Mörder hinterlassen Hinweise. Sie sind nervös. Oder betont lässig. Sie müssen sich ständig verstellen. Und deswegen machen sie Fehler. Das ist ihre Chance, Herr Wachtmeister. Finden Sie den Fehler, dann finden Sie den Mörder. Haben Sie etwas vom Mord mitbekommen? Leider nein. Ich war schon in meiner Kabine und habe die ganze Aufregung verpasst. Verfluchtes Alter. Wem sagen Sie das? Ach, Sie sind noch jung. In meinem Alter muss man damit rechnen, nicht mehr allzu viel Neues zu erleben. Und obwohl ich so viele Male über Morde geschrieben habe, habe ich noch nie einen miterlebt. Das ist spannend. Ich könnte mir denken, nicht jeder nimmt die Situation so gelassen hin wie Sie. Herzlos, wollten Sie doch sagen, oder, Wachtmeister? Ich habe mir den Mord an der Baronin nicht gewünscht. Aber wenn ich ihn schon nicht rückgängig machen kann, kann ich ihn genauso gut genießen. Interessante Ansicht, muss ich sagen. Also ich mag die Frau. Die ist, also jetzt nicht bezüglich ihrer Ansicht, was den Mord jetzt angeht, aber ich kann sie natürlich verstehen irgendwo. Sie will auch mal was erleben einfach, weil man als alte Frau wirklich da, denke ich, Probleme kriegt, wenn man gern neue Sachen erlebt und dann, naja, man etwas eingeschränkt ist und aus diesem Grunde nichts mehr passiert im Alltag. Aber jetzt rein von der ganzen Verhaltensweise und von ihrer Art zu sprechen her, ist die mir eigentlich so ziemlich der sympathischste Charakter hier überhaupt. Was halten Sie von Inspektor Legrand? Er scheint so fähig zu sein, wie alle behaupten. Intelligent, zielstrebig. Ich habe mich gestern mit ihm unterhalten und er hat mich beeindruckt. Aber da ist auch etwas Getriebenes in seinen Augen. Ich glaube, er hat nie wirklich aufgehört, den Raben zu jagen. Die Ergreifung des Raben war das Ereignis, das ihn berühmt gemacht hat. Was, wenn er wirklich den Falschen erwischt hätte? Ungerechtfertigt darum nagt an Menschen, zumindest an den Guten. Glauben Sie, dass er zu den Guten gehört? Wer mit solcher Inbrunst versucht, sein eigenes Denkmal zu Fall zu bringen, muss ein aufrechter Mensch sein. Oder ein Verrückter. Ich muss weiter, Lady Westmacott. Bitte halten Sie mich auf dem Laufenden, Wachtmeister Zellner. Natürlich. Oder ein Verrückter, genau das. So, wir wollen uns da mal kurz draußen uns umschauen. Vielleicht ist ja dort auch noch jemand anzutreffen, mit dem wir sprechen können, wer weiß. Nein, das ist nicht der Fall. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum Inspektor. Und klären die Sache mit dem Champagnerglas.
Kannst du nicht schneller gehen? Ach Mensch. Genau, und dann wollen wir mal schauen, womit es dann weitergeht. Ob dann irgendwas Neues getriggert wird vielleicht. Ich denke, die Krankenstation wird immer noch leer sein. Wir werden sehen. Klopf, klopf. Herein! So. Wachtmeister? Wegen des Schlafmittels. Wer hat Ihnen das Glas gegeben? Es war Kapitän Di Conti. Sicher? Er streitet es nicht ab. Er sagt allerdings auch, dass die Gläser an diesem Abend durch eine Menge Hände gegangen sind und jeder freien Zugang zum Champagner hatte. Also hätte es jeder sein können. Vielleicht ist die Frage nicht, wer das Gift ins Glas getan hat, sondern wer vergiftet werden sollte. Kluger Mann. Und wer sollte vergiftet werden? Dr. Gebhardt. Von ihm hatte der Kapitän das Glas. Ein betäubter Schiffsarzt. Das klingt für den Mörder nach einem größeren Nutzen als ein betäubter Wachtmeister. Meinen Sie? Musste der Mörder davon ausgehen, dass sein Schuss das Opfer nicht sofort töten und Dr. Gebhardt es in einer Notoperation retten würde? Sie haben recht, das ist unwahrscheinlich. Mein Ego sucht nur nach Erklärungen, warum man Sie ausschalten wollte und nicht mich. Gute Arbeit, Zellner. Ich melde mich, wenn ich weitere Hinweise gefunden habe. In Ordnung. Aha. Das war's. Es ist aber schön, dass er mal eingesehen hat, dass er ein ganz schönes Ego hat, das da auch mit kräftig reinspielt in seine Folgerungen, ne? So, ist vielleicht doch jemand... Betritt die Krankenstation? Oh, schauen wir doch mal durchs Fenster. Vielleicht können wir hier irgendwas sehen, denn das Licht hat er angelassen eigentlich. Wir haben Glück, dass die Lydia über eine gut ausgerüstete Krankenstation verfügt. Ich vermute, dass sie im Krieg eingebaut wurde. Normalerweise hätte ein Schiff dieser Größe keine voll ausgestattete Krankenstation. Aha, das ist alles? Dr. Gebhardt hat die Jalousien von innen zugezogen, womit er auch vollkommen recht hat. Wer würde es schon begrüßen, noch vor dem Frühstück ein Mordopfer sehen zu müssen? Ach so, okay, gut. Betreten wird nicht funktionieren, nehme ich an? Weder Dr. Gebhardt noch Constable Oliver können mit Legrands Tempo mithalten. Doch anders als der liebe Robert lässt sich der Doktor nicht beliebig lange einspannen. Was wohl passieren würde, wenn Legrand ihn für eine weitere Untersuchung aus dem Bett holt? Tja, wenn wir das nur rausfinden könnten. Das würde ich doch zu gern probieren, aber gut. Erstmal haben wir jetzt nichts mehr. Können wir vielleicht mit der Eiswürfelzange das Stück Laken herausreißen? Wir müssen eigentlich noch irgendwie diese Blutprobe zu Legrand runterbringen, um ihm zu zeigen, wie das Blut aussieht. Das ist eigentlich jetzt noch... Das Einzige, würde ich denken, was wir hier im Zimmer von der Baronin hatten, dass wir ihm noch nicht zeigen konnten, also wo wir noch kein Beweismittel jetzt erlangt hatten. Gehst du bitte mal hier runter. Ah, diese Perspektivwechsel, die regen mich auf. Ja, toll. Jetzt geh doch mal bitte. Geh doch mal bitte. Geh doch mal bitte. Ach Mensch. Halt, 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 nein, 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 bleib hier, bleib, nein! Ach, diese Steuerung, ganz ehrlich, das Spiel ist super bis hierhin, aber diese Steuerung, manchmal, da könntest du die Krise kriegen. Ach, ja, So, neuer Versuch, gehen wir nochmal hier hin. Jetzt, Dankeschön. Warum nicht immer so? Warum nicht immer so? Na gut. Schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht doch noch was hier reißen können. Wir könnten mal probieren mit der Eiswürfel... Nein, schade. Aber vielleicht haben wir irgendwas anderes, was wir mit der Eiswürfelzange anfassen können. Wer weiß, wer weiß. Ich sehe jetzt aber erstmal nichts. Und wir können auch leider nicht irgendwie mit der Tonbandspule was direkt bei Inspektor Legrand machen. Das wäre ja auch noch eine Idee. Die Frage ist, wo ist die andere Tonbandspule? Die haben wir noch nicht entdeckt und ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wo die sein könnte. Und wenn du jetzt nochmal den Perspektivwechsel hinkriegen könntest, wäre ich dir äußerst verbunden, mein Freund. Ja, es ist ein Kreuz mit dieser Steuerung. Jetzt, danke. Wunderbar. So, den Blutfleck brauchen wir, glaube ich, nicht nochmal zu untersuchen.
Das Kissen müssen wir auch noch finden, fällt mir dabei ein. Jetzt können wir das Tagebuch nehmen. Aha. Interessant. Ich lasse es da liegen. Ich habe nicht die Zeit, es vollständig durchzuarbeiten. Der Kerl regt mich auf. Nimm doch einfach mit. Ist doch nicht das Problem. So, ansonsten haben wir jetzt nichts mehr, soweit ich das sehe. Nee, halt. Bullaugen? Ah, gut, das... Die Bullaugen führen in Richtung Nebendeck. Hätte jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen, hätten Legrand und ich ihn sehen müssen. Das ist richtig. Die Bullaugen sind verschlossen und lassen sich von außen weder öffnen noch schließen. Es ist dasselbe Problem wie bei der Tür. Wenn jemand die Kabine durch die Bullaugen verlassen hat, wie wurden sie dann verschlossen? Und von draußen erschossen wurde die Baronin auch nicht. Der Doktor sprach von einem Schuss aus nächster Nähe. Okay, der Mörder muss also erstens die Baronin eher erschossen haben und zweitens muss er eigentlich einen Schlüssel gehabt haben, um dann die Kabine zuschließen zu können. Die Frage ist, wer hat einen Schlüssel hier für alle Räume? Das ist eigentlich der Kapitän. Ich weiß nicht, ob noch irgendjemand sonst vom Schiffspersonal dazugehört. Halt, was war hier? Achso, das war bloß der Blutfleck, nehme ich an. Wobei das jetzt immer so aussah, als ob mehrere Sachen hier waren. Nee. Es gibt übrigens auch eine Hotspot-Anzeige, das kann ich mal dazu sagen. Allerdings haben wir hier oben schon gesehen, wir haben hier diese Punkte. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann vielleicht schon mal erzählt habe. Wenn wir die Hotspot-Anzeige hier benutzen, dann kostet uns das die Punkte. Das wollen wir natürlich nicht. Ist ja klar. Drum suchen wir einfach so. Haben wir vielleicht noch was mit dem Blutfleck? Ich weiß es nicht. Mir ist egal, was Legrand und Dr. Gebhardt sagen. Dieser Blutfleck sieht seltsam aus und ich würde gerne eine Probe nehmen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, das Blut noch einmal zu untersuchen. Ja, nur womit ist die Frage? Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung. Schneid's doch raus, bitte. Nee, also... Womit wir hier... Oh, Schloss und Kette haben wir noch nicht untersucht. Da sind wir ja ganz schön schlampig gewesen. Der Rahmen der Tür wurde beschädigt, als Dr. Gebhardt sie eintrat. Die entscheidende Frage lautet, warum war die Tür überhaupt abgeschlossen? Ja, genau. Gehen wir mal raus. Ich weiß es nicht. Also ganz ehrlich, ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wir können nochmal hier aufs Nebendeck gehen. Jetzt auch, wie es weitergehen soll an der Stelle. Weil... derzeit zwar ein paar offene Fragen sind, also ein paar offene Sachen, wir müssen was finden, womit wir das Blut nehmen können, die Blutprobe, und wir müssen das Kissen finden, durch das geschossen wurde. Aber ansonsten sieht es ein bisschen dürftig aus, was derzeit irgendwelche Spuren angeht. Halt, das Gitter haben wir noch gar nicht betrachtet. So, da geht schon wieder das Gehacke los. Das Gitter dürfte Teil der Belüftungsanlage des Schiffes sein. Ich kann nichts Besonderes entdecken. Schade. Ich glaube, das kommt immer bei fortgeschrittener Aufnahmedauer. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Computer direkt zu tun, sondern irgendwie mit dem Programm, ich weiß es nicht. Offensichtlich sollte dieses Gitter nicht so einfach zu öffnen sein. Hat der blinde Passagier es geöffnet? Und wir haben ihn dabei erwischt? Nee, das Rohr ist zu eng. Er würde da nicht reinpassen. Vermutlich ist die Abdeckung schon länger defekt. Schaust du doch mal bitte genauer an. Ich könnte den Kapitän informieren, dass das Gitter instand gesetzt werden muss. Fange ich aber erst an, Mängel auf dem Schiff zu melden, müsste ich die Morduntersuchung wohl auf Eis legen. Na gut, okay. Also das Gitter scheint wohl doch dann nur eine kalte Spur zu sein. Kommen wir doch dahinter? Nee, ne? Da kommen wir nicht hin. Schade eigentlich. Und einen Perspektivwechsel scheinen wir ja auch nicht erzeugen zu können, wobei man sich da nie so ganz sicher sein kann. Weil das Spiel da ja doch ein bisschen bockig ist, was das angeht. Na gut. Ansonsten sieht es hier mittlerweile schlecht aus hier oben. Halt, untersuche die Ecke. Was haben wir denn da noch? In der Ecke hat sich Unrat gesammelt. Einige braune Blätter oder so etwas. Unten, wo die Passagiere sind, ist das Schiff recht sauber. Aber hier oben nimmt es die Kuh wohl nicht so genau. Hat aber offenbar nichts mit dem Fall zu tun. Gut, wir haben ansonsten nichts mehr hier, was wir noch betrachten können. Soweit ich das erkennen kann zumindest. Halt, 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 halt. Ach, das war bloß, geh herunter.
Gut, dann gehen wir also wieder runter und schauen uns nochmal von auf dem Deck um. Auf dem Vorderdeck. Vielleicht ist da jetzt auch jemand aufgekreuzt. Nee. Wir könnten natürlich auch mal versuchen, irgendwie den Gefangenen zu befragen. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie wir hier am Typen vorbeikommen sollen. Das ist mir derzeit noch ein bisschen rätselhaft. Ansonsten ist hier auch derzeit noch nichts zu sehen an Leuten. Halt, was haben wir sonst noch so? Die Nachricht. Ja gut, die bringt uns jetzt nicht so viel weiter. Schauen wir uns doch mal die Tür an. Vielleicht ergibt sich doch noch irgendwas, was wir machen können. Unser blinder Passagier hat sicherlich keine sonderlich erholsame Nacht in der Zelle im Frachtraum verbracht. Allerdings ist seine Zelle vermutlich gemütlicher als meine Kabine und geräumiger. Das klingt ja total verlockend. Ich sollte dringend mit dem jungen Mann reden. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Okay, du musst ihn also loswerden. Die Frage ist natürlich, wie werden wir den Typen los? Eigentlich müssten wir dazu irgendwie einen Notfall vortäuschen, oder? Das wäre jetzt zumindest meine Idee. Und was ist mit dem Schuss, der abgefeuert wurde? Könnte die zweite fehlende Kugel aus der Mordwaffe dort unten in einer der Holzkisten stecken? Gut, da war er offenbar noch nicht ganz fertig mit seinem Gespräch. Naja, okay, wir kommen jetzt derzeit noch nicht rein. Da müssen wir mal schauen, vielleicht haben wir jetzt irgendeine andere Gesprächsoption, um ihn abzulenken. Er wird mich nicht zu unserem jungen Freund vorlassen. Er hält viel zu große Stücke auf Le Grand, um illoyal zu werden. Wenn ich in den Frachtraum will, muss ich den Konstabler vorher loswerden. So scheint es nicht zu funktionieren. Er wird mich nicht... Na, wenn ich... Gut, das haben wir ja schon gehabt. Könnten wir vielleicht... Nee, hätte ja sein können, dass wir ihn damit runterlocken können, aber nee, keine Ahnung. Gut, also eher nicht so gut. Wir haben zumindest eine Spur, was wir als nächstes tun müssen. Aber was genau wir da tun können, um ihn loszuwerden, das werden wir wahrscheinlich erst beim nächsten Mal herausfinden. Bis dahin danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. Bis dahin, see you later, Alligator.